Guten Morgen euch allen. Das Mikrofon haben wir jetzt leider doch nicht. Vorhin war es noch aktiv und dann hat es einen Kurzschluss bekommen. Also es wird jetzt versucht, dass es repariert wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es leider nicht zur Verfügung. Ich bitte die Hannelore Lindner einmal hier auch zu mir und die Friederike Lelgemann. Ich stehe jetzt zwar hier und ich bin auch gerne der Bitte nachgekommen, alle zu begrüßen, aber die ganze Arbeit in diesem Falle liegen auf den Schultern einmal von Hannelore Lindner, die als ehrenamtliche Sprecherin mitgewirkt hat. Ganz herzlichen Dank, Hannelore. Der Gerd Löbert, den ja viele auch von uns kennen, ist leider gestern Nachmittag ins Krankenhaus gekommen. Und die Beate Stephan, die auch mitgewirkt hat als Sprecherin im Sprecherteam, hatte sowieso eine OP hinter sich und konnte nicht kommen. Das heißt, also da wünschen wir den beiden, aber vielleicht auch den beiden stellvertretend für alle anderen, die jetzt heute hier nicht sein können, aufgrund eben von Krankheit oder anderen Gründen, alles, alles Gute. Ja, ich freue mich, dass wir hier heute unseren 15. Selbsthilfetag begehen können, der natürlich nie stattfinden könnte, wenn jetzt nicht alle Gruppen in der Form, so wie wir jetzt hier zusammenstehen, da mitmachen würden. Und ganz besonders begrüßen möchte ich jetzt einige, wie ich sie immer nenne, VIPs, den Herrn Oberbürgermeister Tischler, der gleich zu uns sprechen wird. Ist Herr Sven Vollmering, der CDU. Aus Kicheln, aus dem Brezelzelt direkt. Hier unter unser Pagodenzelt bei guter Stimme Frau Annette Bunse, Landtagsabgeordnete der CDU. Neue VIPs hier innerhalb vom Bottrop. Das freut mich ganz besonders, dass wir mit Peter Norroth den neuen Behindertenbeiratsvorsitzenden hier unter uns begrüßen können, SPD-Ratsherr. Und sein Stellvertreter ist der Andreas Barz, CDU-Ratsherr. Und ganz wichtig ist natürlich auch derjenige, der jetzt die andere Seite neben der Politik also auch noch mit abdeckt. Ganz herzlichen Dank, Willi Löwen, dass Sie heute hier bei uns sind. Von seiner Funktion her Sozialdezernent und Kulturdezernent und Kämmerer und Gesundheitsdezernent. Also jede Menge, was und so mit, ja, und so weiter, jede Menge, was mit uns zu tun hat. So, jetzt begrüße ich natürlich im Rücken. Darf er nicht stehen, Entschuldigung. Das ist der Kai Keining, ein ganz treuer Begleiter auch des Paritätischen und auch der Selbsthilfegruppen. Und mit ihm haben wir heute vereinbart, dass er ja, die Begrüßung macht, die musikalische Begrüßung auf seine Art. Und da bitte ich jetzt den Herrn Bernd Tischler besonders gut zuzuhören. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit für den Selbsthilfetag 2014. Tag der Selbsthilfe ist hier heute in unserer Stadt. Lebenselixier hat er im Visier. Selbsthilfe, die baut und baut, Brücken hier, Brücken dort, damit Leid abflaut. Gegen den Knockout, Brücken bauen in die Stadt, das spielt hier sich heute ab und das Resultat. Hier gibt's guten Rat, Selbsthilfe, die baut und baut, Brücken hier, Brücken dort, damit Leid abflaut. Gegen den Knockout.
Tischler Bernd ist Schirmherr heut für den Selbsthilfetag. Wir sind hoch erfreut, er kam her erneut. Oberbürgermeister baut Brücken hier, Brücken dort. Er tut dies vielfältig, nicht nur in Kirchhellen, beim Knüppelschmeißen, sondern auch hier beim Selbsthilfetag. Unser Oberbürgermeister wird auch von mir musikalisch ganz herzlich begrüßt und wir bitten ihn jetzt um sein Grußwort. Sehr geehrte Frau Bultmeier, sehr geehrte Frau Lindner, sehr geehrte Frau Lägemann, liebe Mitglieder der Bottropper Selbsthilfegruppen, Herr Bundestagsabgeordneter Vollmering, Frau Landtagsabgeordnete Dr. Bunse, Herr Sozialdezernent Löwen, meine Herren und Damen aus dem Stadtrat und meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich zum 15. Bottropper Selbsthilfetag, für den ich sehr gerne diese Schirmherrschaft übernommen habe. Ein Dankeschön geht erstmal an Karl Keinig in der Drehorgel für die nette musikalische Begrüßung und Begleitung. Großes Kompliment. Genau. Die Selbsthilfe, meine Damen und Herren, wird in Bottrop, das wissen wir, groß geschrieben. Inzwischen gibt es in unserer Stadt rund 50 Selbsthilfegruppen, von denen ein Großteil in der Arbeitsgemeinschaft Bottropper Selbsthilfegruppen organisiert ist. Sie unterstützt die Arbeit der Gruppen und sie vertritt die Interessen der Gruppen. Darüber hinaus dient sie den Sprechern aller Selbsthilfegruppen für den Erfahrungsaustausch. Sie haben heute beispielsweise Frau Lindner als Sprecherin vor Ort, die ich stellvertretend für alle an dieser Stelle auch nochmal herzlich begrüße. Frau Lindner. Ja, die Arbeitsgemeinschaft der Bottropper Selbsthilfegruppen arbeitet darüber hinaus mit dem Selbsthilfebüro des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in unserer Stadt zusammen. Es unterstützt Bürgerinnen und Bürger, die eine Selbsthilfegruppe suchen oder auch selbst gründen möchten. Es dient aber auch dazu, bestehende Gruppen zu beraten. Wir machen nämlich die Erfahrung, dass man in den Gruppen ein Geben und ein Nehmen erleben kann. Man muss nicht lange erklären, und das ist wichtig, man muss nicht lange erklären, denn die Gesprächspartner kennen die Situation, sind aufgrund ähnlicher Erfahrung längst im Bilde und können eben mit unterstützen. So ist man in der Gemeinschaft einer Selbsthilfegruppe mit den eigenen Sorgen, mit den eigenen Nöten immer willkommen und kann auch die eigenen Stärken einsetzen, um anderen zur Seite zu stehen, um anderen mitzuhelfen. Und Selbsthilfe in Bottrop, Gespräche beflügeln, so war ja der Titel der heutigen Veranstaltung. Und das Motto soll Sie, liebe Gäste, heute beflügeln, diesen Kontakt zu den Bottropper Selbsthilfegruppen zu suchen. Fast alle präsentieren sich heute hier an diesem Tag und ich empfehle Ihnen daher, nutzen Sie die Gelegenheit zu den Gesprächen. Mein Dank gilt abschließend an die Arbeitsgemeinschaft Bottropper Selbsthilfegruppen, an das Selbsthilfebüro des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sowie auch an die Sparkasse und an die Volksbank, die eben mit organisiert haben, mit finanziert haben diesen heutigen Tag. Und abschließend ein Dankeschön an die Bürgerinnen und Bürger, die sich eben in den Gruppen zahlreich stark machen, die dort mitarbeiten. Und ich bin sicher, Ihr Mut und Ihre Kraft, meine Damen und Herren, beflügeln viele Menschen in unserer Stadt und das ist gut. Ich schließe diese kleine Ansprache, wie es hier bei uns gute Tradition ist, mit einem kräftigen und einem ganz herzlichen Glück auf. Dankeschön.
Thank you.